Mahlzeit zusammen. Aus, wie soll ich sagen, gegebenen Anlass, gegebenen Gegebenheiten muss ich mich zu einem ganz speziellen Thema bei euch melden. Und das nennt sich so. So macht man es natürlich professionell, so könnte man es tun. Nein, natürlich nicht. Ich darf euch hier keine verdrehte Wahrheit irgendwie erzählen. Ja, es geht darum, Erdung. Ich habe nämlich festgestellt gehabt, mein Rack ist natürlich nicht geerdet. Warum sollte es auch so sein? Ich bin ja schließlich ein Blödhans. Deswegen will ich das Ganze natürlich mit einem Tütchen Erde ein bisschen erden. Nein, war natürlich Spaß. Ich habe natürlich ganz andere Sachen da. Aber lasst uns erstmal ganz kurz darüber reden, was überhaupt passiert ist, was vorgefallen ist, wie ich das überhaupt mitbekommen habe. Und das Ganze war sogar live im Livestream. Ich habe ja einfach mal das VOD einfach mal rausgesucht und die zwei entsprechenden Stellen. Und lasst uns einfach mal selber zusammen reinschauen. Ich brauche selber dafür mein Headset, sonst höre ich nichts. Ich drücke einfach mal auf Play. Ihr dürftet eigentlich Ton haben. Ich habe da jetzt im Endeffekt rumgepult mit den Schienen und bück mich jetzt gleich vor das Reck und pull da irgendwie rum und ihr müsst mal auf meine Reaktion achten. Ich krieg am Schlüssel vom Server eine geballert. Achtet einfach mal drauf. Rauskriegen muss durch irgendeinen Hebel oder sowas. Ich habe auch keine Ahnung. Den muss ich erstmal rauskriegen, da wie auch immer das geht. Kann Jetzt ich gleich. irgendwie drehen, Schienen drücken, irgendwas? Da bam. Habt ihr das gerade auch gesehen? Habe ich gerade eine geflust Und gekriegt ich oder was? glaube in dem Falle sogar, also wie gesagt, ich glaube, um Gottes Willen, ich bin ja beschäftigt und dunkel und was nicht alles. Ich glaube, wo ich da mit dem Kopf gegen den Schlüssel gekommen bin, man sieht den Schlüssel ja sogar, habe ich, glaube ich, sogar wie so eine Art kleinen Lichtbogen gehabt, wie so einen kleinen Lichtblitz, weil das hat, wie gesagt, glaube ich, sogar einen kleinen Lichtblitz gehabt, wo ich dann über die Augen irgendwas leicht Blaues hatte irgendwie oder sowas. Und das hat ganz schön gezwiebelt, aber es war keine 230 Volt. Es fühlt sich eher an wie so ein, wenn ihr euch so eine geflust bekommt, an so einem typischen Alcantara-Stuhl oder sowas, da sagt ihr auch mal so, bam! Ah! Ungefähr so in der Richtung, in der Stärke in etwa, habe ich eine geballert gekriegt. Und dann ungefähr so, keine Ahnung, 30 Minuten später, wir hatten schon über das Thema mit Strom und sonst was, hat man schon drüber geredet gehabt zu dem Zeitpunkt, habe ich dann jetzt, achtet mal drauf, wie ich unten das Kabel abmache. Dass ich den Server jetzt ausschalte, wie ich das, nicht wie ich das Kabel abmache, sondern das Netzwerkkabel jetzt, da klack, 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 klack. Da habe ich schon ganz vorsichtig dieses Netzwerkkabel abgemacht, weil selbst an dem kleinen Kontakt von dem Netzwerkkabel habe ich eine, ja, wie soll ich sagen, geballert gekriegt, ne? Geballert gekriegt, aber vom Feinsten. Deswegen habe ich auch da im Livestream erstmal alles abgebrochen, habe auch bis jetzt da unten erstmal nicht viel weiter gemacht. Und deswegen sitzen wir jetzt nämlich hier, weil ich war nämlich im Baumarkt. Nee, das Kabel hatte ich noch da gehabt, um Gottes Willen. Aber ich habe mir nämlich für den Keller. Habe ich mir hier so eine, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wahrscheinlich so eine Rohr-Erdungsschiene, Erdungsleiste, das ist einfach so eine Metallschiene, ne, geholt, wo ich halt eben den Potenzialausgleich bei mir an der Wasserleitung, weil da geht bei mir, ne, Heizungsleitung, geht bei mir durch und ich habe geguckt, ja, die Heizungsleitung ist geerdet und ja, darf man so machen, habe ich auch festgestellt und habe ich mal nachgefragt, man darf an der Heizungsleitung und an der Wasserleitung, darf man selbstverständlich, die bereits geerdet sind, darf man das Potenzialausgleich schaffen, ne? Also für die, die mal nachlesen wollen, Potenzialausgleich. Alias Erdung, ganz normal, ne? Hier sieht man es auch, hier ist ein schönes Bild von so einem typischen im Keller Erdungsschiene, Potenzialausgleichs, Schutz, wie auch immer, Ding. Habe ich bei mir im Keller und daran ist auch Wasserleitung und hier Heizungsleitung angebracht. Und das heißt, mein Reck, also das Reck selber, das ganze Gehäuse wird jetzt hier mit ganz normal Erdung jetzt geerdet. Ich gehe jetzt gleich in den Keller, werde das Ganze mal eben machen, werde auch vielleicht auch zwei, drei Fotos zeigen. Ich schließe natürlich das Video jetzt hier ab und ich zeige es euch, wenn ich soweit fertig bin, was ich da gebaut habe. Also bis gleich. Da bin ich auch schon wieder eine Stunde später. Ich habe ein bisschen rumgepult. Ja, ich weiß, alles nicht perfekt, alles gebastelt. Ich habe halt eben auch nicht immer alles da. Deswegen verzeiht mir bitte, aber wenigstens, ich mache wenigstens etwas, sagen wir mal so. Also schaut mal hier, ich hatte mir wenigstens diese komische Rohrschelle, so eine Erdungsschelle für gerade Heizung und sonst was. Ja, ich habe da drunter ein bisschen die Farbe freigepurpelt. Alles cool, habe ich da mir so eine Erdungsschelle geholt und ich habe dieses Kabel, wie gesagt, das Erdungskabel habe ich nur da, das ist echt, keine Ahnung, salzstangendick, das lässt sich so schwierig nur verlegen. Egal, ich hatte es da, ich habe gesagt, weißt du was, dann nimm das einfach, bevor es jetzt hier weiter rumschimmelt, kauf dir kein neues, ist nicht schlimm. Größer kann schon helfen, sozusagen. Ne? Deswegen ist ein bisschen schwierig gewesen mit der Verlegerei, aber es ist jetzt halt eben am Heizungsrohr ganz normal dran. Und ich habe auch geguckt gehabt, das Heizungsrohr hat eine ganz normale Erdung. Das funktioniert auch wunderbar, kann ich euch sagen. So, da seht ihr jetzt, ich habe es einfach unten links an die Reckschiene dran gemacht. Ja, es gibt auch hier, ihr seht hier im Hintergrund, müsst ihr mal genau drauf gucken, es gibt hier so Erdungspunkte, da ist auch so ein Erdungssymbol. Da kriege ich aber ohne eine richtig riesengroße Schelle mit dem Kabel, kriege ich da keine, wie sagt man, so eine Führungs, gibt da so. So Führungsnuten, ach keine Ahnung, ich komme nicht drauf. Das sehen wir gleich auf dem nächsten Bild. Da.
Hier sind solche, wie heißen die denn? So Kabelschuhe oder sowas. Heißt das Kabelschuhe? In der Größe hatte ich keine Kabelschuhe da. Also musste ich einfach ein bisschen improvisieren. Aber ich kann euch sagen, oh, traumhaft. Ich habe das jetzt einfach mal mit einer, wie heißt das hier, mit einer Käfigmutter einfach festgemacht und mit so einem gebogenen Stück Ding, was ich noch irgendwie da hatte von irgendeinem Gerät. Keine Ahnung. Spielt doch erstmal keine Rolle, denn es funktioniert. Denn das funktioniert ganz normal und ich habe jetzt auch erstmal geguckt, ob alle meine anderen Peripherien da drin geerdet sind. Ich habe jetzt zwei Switche nochmal mit an die Leiste hier dran gepopelt und dann war das Thema auch erledigt. Wie habe ich das gemessen? Keine Ahnung, ich habe gar nichts gemessen, sondern ich kann euch sagen, immer wenn ich hier irgendwo mit dem Arm so ein bisschen dran gekommen bin, hat das auch so ein bisschen gebritzelt. Weißt du, ihr kennt das vielleicht, so ein bisschen Britzel, Britzel, Britzel. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist das jetzt erstmal vollständig weg, auch wenn der Server läuft. Und da kommen wir jetzt eigentlich zum wichtigsten Thema. Ich bin mir eigentlich zu 99% sicher. Ich suche mal eben ein Bild raus. Da ist das Ding. Ich habe jetzt kein anderes Bild gefunden, ist auch egal. Ich nehme jetzt irgendein Thumbnail. Ich habe ja hier an dem Server eine geflust gekriegt und ich bin mir relativ sicher, dass ich an dem Server sozusagen von innen drin, von der Kiste kommt das. Da bin ich mir relativ sicher. Da muss ich mal gucken, vielleicht kann mir meine Community da irgendwo helfen, wie man da vielleicht innen drin irgendwie das prüfen kann. Ich vermute, ist nur eine Vermutung. In dem Teil sind ja zig Lüfter drin, ne? Irgendwie zig Lüfter drin. Wo haben wir denn überhaupt ein Video dazu? Ich kann ja mal eben kurz reinschauen. In der Kiste sind ja zig Lüfter drin. Na, hier haben wir jetzt einfach mal ein Bild. Zig Lüfter. Ich vermute irgendwie, das kommt durch die Lüfter, denn diese Spannung, die baut sich auch scheinbar so ein bisschen immer mehr auf, als ob so eine Art. Wie so eine Reibung durch Reibung, ne? So, macht mir den Eindruck. Macht mir den Eindruck. Keine Ahnung, ist jetzt erstmal nur meine erste Idee. Vielleicht gibt es hier einen Elektroniker. Ich habe keine Elektronik gelernt, um Gottes Willen. Vielleicht gibt es einen, der eine weitere Idee hat, woran es irgendwie liegen kann. Viel geändert habe ich aktuell nicht, aber das ist erstmal meine Idee. Und ich glaube, es kommt von der Kiste. Und ich glaube auch nur kriege ich einen dran geballert, wenn die Kiste an ist. Deswegen sage ich irgendwie. Von dem Müllhaufen kommt das. Er leitet zwar nach außen ab, sonst würde ich am Rack keine Geflus kriegen, aber irgendwie vermute ich, es kommt von der Kiste. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Ideen, was ich hier machen kann, um das irgendwie oder woher es kommen könnte. Denn mit meinem kleinen Multimeter, was ich hier immer rumfliegen habe, habe ich mal ein bisschen rumgepult. Hier mit so einem Multimeter habe ich rumgepult. Ne? Ihr kennt die Teile. Ne? Ich habe persönlich nichts gefunden, auch wenn ich auf die kleinste Stelle irgendwie gestellt habe. Ich habe nichts gefunden. Vielleicht hat irgendeiner von euch eine Idee. So ist jetzt erstmal eine Lösung geschaffen worden. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die Lösung ist das jetzt nicht, dass ich das einfach abführe. Denn irgendwo, ich habe irgendwo wie so eine Art Kriegsstrom, irgendwas habe ich, ich weiß, nach und nach abschalten und so. Ja, das ist dann jetzt ein Zweck. Aber ich frage auch erstmal euch. Ihr habt hier vielleicht auch irgendwie direkt eine coole Idee. Vielleicht kennt sich einer damit aus oder sagt irgendwie, ja, das habe ich auch schon mal gehabt. Vielleicht gab es da irgendwie sowas. Gut, das war einfach mal so ein Video für zwischendurch. Macht's gut, haut rein, ciao. Thank you.